Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Projekt. Ich bin SuperRenP. Ja, wir spielen Dark Souls, die Prepare to Die Edition für den PC. Habe ich irgendwie Bock drauf und irgendwie finde ich, wird ein cooles Projekt, weil es lustig für euch wird und sehr nervig für mich. Ja, ich will gar nicht lang schnacken. Kurz was zu dem Spiel. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Bis kurz vor Anor Londo bin ich jetzt bei meiner Version. Kenne also schon so ein paar Sachen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ist ja scheißegal, ob du das Spiel kennst oder nicht kennst. Wenn du scheiße bist, macht das Spiel umso mehr Fun. Und ja, wir fangen ein neues Spiel an. Wir suchen uns. Ach, fuck, das muss ich mit der Taste machen. Wie nennen wir den? Pyron, glaube ich, ne? Nee, Mongo Pyron. So. Mongo Pyron. So nennen wir den. Ja, ja, klar. Ganz weiter. So, Geschlecht ist männlich. Klasse. So. Klasse. Ich weiß nicht, zurzeit spiele ich den Ritter. Weil er viel Vitalität hat. Es ist eigentlich scheißegal. Es ist halt nur, wie der Anfang definiert wird. Definiert sein wird. Ich werde, glaube ich, diesmal einen Krieger nehmen, weil der Ritter am Anfang relativ schwerfällig ist, weil er zu viel Gewicht hat und dann muss ich eine Rüstung ablegen, oder? Na komm, wir spielen den Ritter, oder? habe ich mir super ausgesucht wieder. Vagabund, Dieb. Bandit habe ich auch schon ausgetestet, ist auch nicht so meins. Jäger, haben wir zwar am Anfang schon Bogen, aber nö, muss nicht sein. Zauberer und Pyromant, nicht so geil. Kleriker ist halt ein Heiler und naja, habe ich auch nicht wirklich so Bock drauf. Und Bettler ist etwas für die Fortgeschritteneren. Und habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. So die ganze Zeit rumzurennen ist irgendwie gay. Bandite, Krieger, Ritter. Ich bin halt immer schon immer Tank gewesen, deswegen spiele ich, glaube ich, auch den Ritter wieder. Gabe mache ich den Generalschlüssel. Den habe ich gerne. Stammesring ist auch noch so eine Sache, die ich ausprobiert habe. Gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. Das heißt, wir haben noch mehr Leben. Alter Hexenring, Geschenk einer Hexe, uralter Ring. Verstärkt Pyromantie. Machen wir nicht. Amulett, ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsam Reisen. Keine Ahnung. Fernglas rückt entfernt es näher. Dafür haben wir später den Bogen. Menschlicher Rest, winziger Rest an Menschlichkeit, an Leichen zu finden. Ist halt Humanity, also normalerweise spiele ich es auf Englisch, ich hab's für euch jetzt auf Deutsch gestellt. Humanity, ja, da können wir drüber reden, wenn wir es einsetzen. Schwarze Bombe oder Feuerbombe, explodiert beim Aufprall tödlicher als Standardbombe. Göttlicher Segen, Elixier des Weißen Pfades, heilt jegliche Verletzung. Divine irgendwas heißt das, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Wir werden den Generalschlüssel nehmen. So. Figur, ich mag normal oder kräftig, dick, kräftiger Rumpf, kräftige Beine, das sieht so lustig aus. So oben voll breit. Oder kräftiger Rumpf ist auch cool. Kopflastig und das ist ein Riesenschädel. Kleinköpfig. Ne, kräftiger Rumpf ist cool. Wir sind ein Ritter, der muss ein bisschen breiter sein. Bürger, 5-Finger-Delta? Okay. 5-Finger-Delta. Klingt voll komisch. Astora. Drachenschule. Torolund. Katharina. Der sieht so creepy aus mit dem Smiley. Zweifelndes Karim. Klassische Szene. Großer Sumpf. Und Ferner Osten. Ich nehme mal großer Sumpf irgendwie. Aber wir können ja mal. Nein, komm, wir machen großer Sumpf. Frisur. Gibt's hier kahlrasiert, Geheimratsecken, kurz, zurückgekämmt. Dann könnt ihr hier so gucken, das sieht ein bisschen, naja, passt nicht. Pferdeschwänzchen. Sexy, oder? Ja, komm, dann machen wir. Nehmen wir Pferdeschwänzchen. Und die Haare, irgendwas Bescheuertes gibt's hier auch. Purpur. So, sexy sieht man eh nicht, da wir einen Helm tragen werden. Wir haben halt gleich eine Ritterrüstung. Die Rüstung haben wir schon. Die Waffen gibt es gleich, aber das seht ihr gleich. Jetzt kommt ein kleines Intro, da werde ich die Fresse halten. Zumindest werde ich es versuchen. Und dann geht's mit dem Spiel los. Viel Spaß euch. In the Age of Ancients,
The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ja, sorry für den Huster, da kommt noch was. Boah, ruckelt das. Ah, jetzt geht's. Chillen wir. This is your fate. Oh nein, bitte nicht. Hübsch sehen wir aus. Ein Ritter.
Okay. So. Ab von hier an können wir selber steuern. Ich spiele mit dem PlayStation 3 Pad, deswegen, wenn ich mal irgendeine Taste verchecke, liegt das daran, dass die Tasten halt. Für mich wäre AX, also normalerweise ist das auf der PlayStation 3 ist das die X-Taste, aber hier ist das Viereck. Das ist ein bisschen kompliziert, deswegen. Das erste, was ich mache, ist den Ton ein bisschen leiser. Da, Option. Den Ton nicht leiser, lauter. Stellen wir mal auf 5. So. Ich kann es zwar hinterher noch ändern, aber da muss ich nicht mehr so viel rumspielen. Ja. Zu dem Intro. Mega cool, irgendwie hat mich sehr stark an Herr der Ringe erinnert. Also manche Stellen, zum Beispiel dieser kleine Gnom da. Gollum mit so einem Ring in der Hand. Mein Schatz. War ganz geil. Dann dieser Gwyn. Sah irgendwie aus wie Zeus. Also die haben sich auf jeden Fall von vielen verschiedenen Sachen bedient. Nehme ich mal an. Ah, wir heben hier kurz den Kerkerzellenschlüssel auf. So, zur Steuerung. Rechter Trigger oder R1 für mich ist Schlagen. Normaler Schlag. R2 ist starker Schlag. Nach vorne und R1 ist Treten oder die Rüstung. Also, ich setze das immer ein bei Typen mit Schild. Weil dann kannst du den Schild so wegkicken und dann kannst du die direkt schlagen. Was ganz geil ist. Mit L2 hast du normalerweise Block oder ne, L1. L1 ist Block. L2 weiß ich nicht mehr so genau. Mit L1 ziele ich auch später mit dem Bogen, aber das sage ich ja später noch. Dreieck ist Rollen und Ausweichen. Guck mal, wie schwerfällig der ist. So ein paar Tricks weiß ich schon. Zum Beispiel, dass wir sehen bei Belastung 26 von 50. Das ist über 50%, deswegen ist der so schwerfällig. Wenn ich jetzt auf unser Dingens switche und den Kopf zum Beispiel wegmache und der sich jetzt, ach, sorry, und der sich jetzt dreht, geht das wesentlich schneller, weil wir unter diesen 50% sind. Wir verlieren zwar ein bisschen Rüstung und sehen ultra scheiße aus mit unseren geilen Haaren, aber das ist egal. Hauptsache, wir sind schnell, flink ausweichen und so. Obwohl ich mehr so der Schildbenutzer bin. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. Kerk hat seinen Schlüssel benutzt. Bla bla. Die ganzen Tipps braucht man nicht. Ich kenne das alles schon. Wie gesagt, wir sind jetzt hier gefangen. Wir töten den hier, damit wir ein paar Seelen haben. So. Enemy down. Die rote Leiste ist unsere HP. Die grüne Leiste ist unsere Ausdauer. Wir brauchen natürlich Ausdauer fürs Schlagen, fürs Rollen, fürs, wenn wir etwas blocken oder so. Deswegen mit Start könnt ihr anvisieren, also zumindest bei dem PlayStation, bei der PlayStation-Variante. So, gekillt. Mit L3, ne, mit R3, also mit dem Stickdruck, könnt ihr bei der PlayStation 3 so Sachen überspringen. Hier sagt er uns auch gleich, wie wir anvisieren können. Bla bla bla, Zielfixierung, ja. Kennen wir alle schon. Zack, zack, zack. So, der Anfang ist relativ simpel. Ihr werdet halt in das Spiel eingeführt. Ihr bekommt eine Einführung. Ihr werdet in das Spiel eingeführt. Haha. Mit X oder beziehungsweise mit Viereck bestätigt ihr alles und ihr kriegt die Tastenkombination mit. Euch wird gezeigt, wie ihr kämpft. Wenn es Frame-Ruggler gibt, ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Kein Plan. Leuchtfeuer sind dafür da, um zu speichern, um euch auszuruhen. Resetten aber auch die Viecher, die ihr vorher gekillt habt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt, wenn ich mich jetzt ans Feuer setze und wieder zurückgehe, sind die ganzen Viecher, die wir unterwegs gekillt haben, wieder da. Was aber scheißegal ist, weil die eh scheiße schwach sind und nicht von alleine angreifen. So. Ich liebe Dark Souls, also macht mega viel Spaß, wenn nicht dieses Ganze. Also ich bin jetzt im Moment, wo bin ich? Ich bin auf dem Weg nach Anor Londo. Also ich bin kurz davor. Ich muss jetzt diesen komischen Schlangentempel da, wo diese Schlangenviecher drin sind, für die Leute, die sich auskennen, da muss ich gerade durch und das nervt extremst, weil die Fallen einen übelst auf den Sack gehen und ich muss jedes Mal von vorne anfangen. So, jetzt könnt ihr gleich gucken. Hier kommt gleich was runter. Komm runter. Aber mit denen kämpfen wir noch nicht. Das wäre ein bisschen assi. Nein, nein, nein. Nicht schauen. So. Hier durch. Tür geht zu. Der rastet zwar noch ein bisschen, aber...